Richtig am Struggeln hier, Alter. Das ist ja. Boah. Ich hatte ja vorhin fett die Räuberei am Bienenstand. Und jetzt 2 Stunden später. Hat sich eigentlich wieder ganz gut eingekriegt. Das Problem ist jetzt, räubern die hier rein, Alter. Die sind. Ich weiß nicht, was abgeht. Hier ist ja auch ein Schwarm drin und jetzt sind hier halt 2 Fluglöcher. Also die müssen einen riesigen Eingang bewachen. Was echt kritisch. Das ist ein großer Nachteil, wenn man so viele Bienenvölker nebeneinander stehen hat. Wenn die einmal checken, ey, da gibt's Honig zu holen. Und das Ding ist halt, ich fütter halt die Schwärme teilweise ein bisschen oder hängt in eine Futterwabe rein mit Honig und das riechen dann die anderen Völker. Und so ein Schwarm kann es jetzt noch nicht so gut bewachen wie irgendein fettes, starkes Volk. Jetzt kommt wieder so ein kleines Holzplättchen zum Einsatz. Jetzt werden wir den anderen den Eingang zumachen. Mei, oh mei. So Mädels, jetzt mache ich euch leider mal den Haupteingang zu. Direkt wieder Stau. Daran sieht man es halt. Wenn normaler Flugbetrieb ist, wäre das nicht so krass. Räuberei ist für ein Bienenvolk immer übelst der Stress, weil da halt richtig viele Bienen auch draufgehen. Weil klar, die wollen natürlich nicht ihren Vorrat ausgeben und da gibt es halt krasse Kämpfe. Also die stechen sich da wirklich gegenseitig ab. Deswegen sollte man das eigentlich vermeiden.